Also alle diejenigen, die... Haha, die Vögel sind wieder da. Ich glaube, ich muss jetzt unterbrechen. Bin gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen vom Beifahrersitz meines Autos. Warum Beifahrersitz? Ja, ganz einfach. Es regnet in Strömen. Jetzt denkt sich der ein oder die andere wahrscheinlich, was hat das mit dem Beifahrersitz zu tun? Steuerst du dann das Auto vom Beifahrersitz, wenn es regnet? Nein, das mache ich nicht. Aber ich habe mich da herplatziert auf einem netten Platz, wo man gut mit dem Auto hinfahren kann und beobachte Stieglitze. Ursprünglich wollte ich Raubvögel fotografieren und habe mir gedacht, ich nutze die Zeit, wenn es regnet, um ein bisschen mal Feldwege abzufahren mit dem Auto, die ich sonst nicht abfahren würde. Und gesagt, getan, habe mich ins Auto gesetzt und bin dann wirklich tatsächlich alle möglichen Wege abgefahren. Habe sogar einen Raubvogel aus der Ferne sehen können, als ich mich ein bisschen genähert habe mit dem Auto, ist er allerdings weggeflogen. Normalerweise sind die Tiere nicht scheu, was Autos anbelangt. Man kennt das, man fährt auf einer Landstraße entlang und da sitzen etliche Vögel direkt neben den Straßenrand, du schießt mit dem Auto vorbei, es passiert nichts, aber kaum bleibst du stehen, sind sie weg. Und das war halt auch in diesem Fall jetzt so, da muss man sehr viel Geduld haben. Das werde ich sicher mal machen. Und es gibt hier auf dem Weg nach Groß-Enzersdorf raus, gibt es ein Platzl, das ich schon gut kenne, beziehungsweise das Platzl selbst nicht. Eigentlich schon, aber ich kenne es nur durchs Vorbeifahren. Nämlich jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, oder nicht jedes Mal, das wäre jetzt übertrieben, aber sehr, sehr oft in letzter Zeit, wenn ich vorbeigefahren bin, habe ich hier einen Raubvogel sitzen sehen können. Ich kann nicht genau sagen, welcher es ist. Ich müsste mir genau anschauen, dafür bin ich mit dem Auto zu schnell vorbeigefahren. Aber ich habe mir gedacht, ich platziere mich da jetzt heute mal. Man kann da recht gut stehen bleiben. Und schau mal, ob ich ihn sehen kann. Ich habe ihn tatsächlich da hinten gesehen, aber er ist weggeflogen. Das heißt, ich warte jetzt mal ab und während ich so warte, sehe ich, dass hier ein Schwarm Stieglitze sich niedergelassen hat und habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und fotografiere bzw. filme diese wunderschönen Vögel. Und auch genannt Distelfink, man kennt es, auf Feldern, wo Disteln wachsen, sind sie sehr häufige Gäste. Die lassen sich vom Regen nicht wirklich stören, die sitzen da ganz einfach auf den, wir haben jetzt Mitte Jänner, auf den kahlen Ästen und lassen sich's gut gehen, denke ich zumindest. Blöd ist, dass der Himmel so grau ist, dass wenn ich jetzt da, die sitzen relativ hoch oben, wenn ich sie filmen oder fotografieren will, muss ich relativ stark gegen den Himmel fotografieren und da entsteht natürlich ein starker Kontrast, das ist jetzt nicht ideal, aber ich sage mal, für das, dass es wirklich in Strömen schüttet, denke ich, habe ich eigentlich sehr viel aus diesem Tag mit dieser Aktivität rausgeholt. Macht wirklich Spaß. Und ich werde die da jetzt noch ein bisschen beobachten. Manchmal kann man sehen, wie sie plötzlich alle wegfliegen. Und das kann daran liegen, dass, wie gesagt, hier dieser Raubvogel sein Revier hat und dass er sich nähert. Gesehen habe ich ihn jetzt in letzter Zeit nicht, aber werden wir schauen, vielleicht taucht er noch auf. Ich beobachte auf jeden Fall weiterhin die Stieglitze und diversen anderen Vögel, die hier zu sehen sind. Und ja, möchte euch einfach nur den Tipp geben, selbst im Regen kann man das wunderbar machen. Setzt euch ins Auto, sofern ihr eines besitzt. Fahrt irgendwo hin, ein bisschen raus ins Freie, am besten irgendein Feldweg, wo vereinzelt Bäume sind oder Hecken. Und da trifft man recht häufig, selbst bei Regen, auf Vögel, die man dann filmen und fotografieren kann.
Naja, jetzt melde ich mich nochmal zurück. Es ist nämlich total spannend. Ich habe jetzt die kurze Distanz zum Friedhof, wo mein Vater begraben liegt, genutzt und bin hingefahren. Er hat heute Sterbetag und da dachte ich, besuche ihn am Grab. Und als ich zurückgefahren bin, habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich nochmal bei dieser Stelle vorbei und schaue, ob dieser Raubvogel da sitzt. Und siehe da, ich bretter da mit dem Auto die Landstraße entlang und sehe ihn schon aus der Ferne am Ast neben der Straße sitzen. Und wie es der Zufall so will, ist knapp davor ein Feldweg eingegangen. Ich bremse mich ein und biege da rein und denke mir, jetzt fliegt er gleich weg. Und er ist tatsächlich aber sitzen geblieben. Ich habe sofort meine Kamera geschnallt, das andere Objektiv wieder drauf, alles ausgepackt quasi. Und draufgehalten, so gut es ging mit Telekonvert. Das heißt, ich musste wieder manuell fokussieren, was nicht ganz so einfach war. Und plötzlich fliegt der weg vom Ast und beginnt plötzlich tatsächlich in der Wiese, im Feld herum zu stapfen und da herum zu wühlen. Und ich konnte ihn filmen und bin jetzt total glücklich, dass ich es noch gemacht habe, dass ich diese Strecke wieder zurückgefahren bin. Der Fokus ist nicht ideal, aber es sind trotzdem schöne Aufnahmen geworden. Ich konnte zwar kein Foto machen, ich wollte mich aufs Filmen konzentrieren und bin da jetzt auch froh drüber, weil man eben beim Filmen diese Bewegungen einfach viel schöner sehen kann. Und ich konnte ihn jetzt noch nicht aus der Ferne genau bestimmen, aber ich glaube, dass es sich um einen Mäusebussard oder zumindest um einen Bussard handelt. Die Vogelexperten unter euch werden es mir sicher ins Kommentar schreiben, um welchen Vogel es sich hier handelt. Ich sage jetzt mal, es ist ein Bussard. Wenn ich falsch liege, bitte bessert mich aus. Bussert mich aus. Bitte bussert mich aus. Okay, gut, aber jetzt düse ich wirklich nach Hause, weil ich bin schon richtig, richtig hungrig. Also hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche euch alles Gute. Baba, tschüss, bleibt gesund.